Willkommen im Mittelalter. Hallo, ich heiße euch auch willkommen. Besser gesagt, in einer mittelalterlichen slawischen Siedlung, wie sie an dieser Stelle bereits um das Jahr 1000 gestanden haben könnte. Der Ort, an dem wir uns befinden, liegt etwa 2 Kilometer westlich der bayerisch-böhmischen Grenze. Er heißt Bernau. Wer diesen Ort besucht, findet am Rand der modernen Gemeinde eine bemerkenswerte Attraktion. Sozusagen einen historischen Schatz. Dieser Schatz ist ein Freilichtmuseum. In ihm können Besucher einen Tag wie im Mittelalter erleben. Also los, es ist hier wirklich toll! Wisst ihr, was Salze, Blamensia, Pufferbsen oder Kipfer sind? Nein? Heute können wir das alles kennenlernen. In diesem Film schauen wir uns nämlich an, womit Menschen im Mittelalter in Böhmen und Bayern ihren Hunger und Durst gestillt haben. Konnten sie sich immer satt essen? Konnten sie üppig auftischen, naschen und wählerisch sein, so wie wir heute? Mal sehen. Wir wünschen einen guten mittelalterlichen Appetit. Heute, im 21. Jahrhundert, kann man sich im Supermarkt alles kaufen, worauf man Lust hat. Gutes Fleisch, duftendes Gebäck oder exotische Früchte kann nach Lust und Laune jeder probieren. In der Vergangenheit war das aber nicht immer so. Nicht vor 100 Jahren und genauso wenig im Mittelalter. Na, da bin selbst ich neugierig. Im Laufe des Mittelalters bildeten sich scharf getrennte Stände heraus. Adel und Klerus, Bauern und Bürger, Freie und Unfreie. Daraus resultierten wesentliche Unterschiede in den Lebensstilen. Und die Speisekarte bildete hier keine Ausnahme. Am fürstlichen oder königlichen Hofe wurde anders gespeist als an Höfen des Adels oder in Häusern reicher Priester und Prälaten. Und gänzlich anders speisten Bauern. Die Ernährung der unterschiedlichen Schichten unterschied sich in allem. In der Zeit, wann gegessen wurde, in den genutzten Lebensmitteln und in der Menge. Es ging nicht nur darum, dass ein armer Mensch sich die ausgesuchten Delikatessen, die auf einen adligen Tisch wanderten, nicht leisten konnte. Ein armer Mensch in Stadt und Land war durch seine Herkunft auf eine bestimmte Ernährung festgelegt. Man aß in der Regel das, was man selbst oder der Nachbar anbaute. Kohl und Wurzelgemüse im Winter und Frühling, Hülsenfrüchte und wildes Obst im Sommer und Herbst. Und ich? Ich bin Kobold. Bin ich arm oder reich? Durch alle Schichten und Zeiten ernährte man sich von Suppe und Brei aus Getreide und Hülsenfrüchten, Gemüse und Brot. Während sich auch arme Menschen Gemüse leisten konnten, waren gerade nach spätmittelalterlichen Maßstäben einige Obstsorten den höheren Schichten vorbehalten. Die mittelalterliche Sitte trennte nämlich nicht nur die Menschenwelt streng, sondern auch die Pflanzenwelt. Früchte, die in der Erde wachsen, wie zum Beispiel verschiedene Wurzeln und Knollen, waren nach den damaligen Vorstellungen weniger edel als Früchte in den Baumkronen, die näher am Himmel wachsen. Das belegt eine mittelalterliche Geschichte aus Italien. Der Verfasser beschrieb die bittere Erfahrung eines einfachen Bauern, der im 15. Jahrhundert Pfirsiche in einem Hofgarten pflückte. Klar, dass er ein Verbot überschritt. Aber interessant ist Folgendes. Als sie ihn fingen und bestraften, gaben sie ihm eine gründliche Lehre. Lass das nächste Mal die Früchte der Herren in Ruhe und iss die deinen. Rüben, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln und Schalotten mit Hirsebrot. Na, ich mag Ananas am liebsten. Aber da hätte ich im Mittelalter Pech gehabt. Der Tisch der Reichen sah im 10. Jahrhundert auch aus heutiger Sicht sehr appetitlich aus. Gebratenes Wild, zartes und gut zubereitetes Fleisch, Wein und edlere Obstsorten wie Pfirsiche und Pflaumen. Feines Gebäck und gutes Weizenbrot.
Ein solches Abendessen würde uns auch heute noch schmecken. Der einfache Mensch aß ganz anders. Tagtäglich hatte er auf seinem hölzernen Teller vor allem verschiedenste Breie, Suppen und dunkles Brot. Gebäck und Brot waren selbstverständlich damals wie auch heute auf der Speisekarte von reichen und armen Menschen. Aber wir wissen bereits, dass es auf das Mehl ankam, mit dem gebacken wurde. So konnte Brot dunkel oder hell sein, das Gebäck einfach oder festlich. Auf dem Tisch eines mittelalterlichen Herrn würde man Brot aus Weizenmehl und verschiedenes Gebäck finden. Salzig wie auch süß. Als Süßungsmittel dienten Honig, getrocknetes zermahlenes Obst, vor allem Birnen, getrocknete gesammelte Früchte, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren, Holunder, Schlehen, Kornelkirschen, verschiedene Sirupe, Konfitüren und Fruchtmuße. Gebäck wurde mit Mohn bestreut oder mit Quark oder Honig gefüllt. Und wie war das Brot der Bauern? Schwarz, aus Roggenkorn, grobkörnig und uns würde es wohl als zu hart und wenig schmackhaft vorkommen. Unter anderem auch deshalb, weil im Brot auch Zusätze wie Dinkel, Hirse und beim Missernten auch Mehl aus Eicheln sein konnten. Und nun zu den Getreidebreien. Brei! Die waren schon seit der Urzeit ein wichtiges Lebensmittel. Die Basis bildeten Mehl und grob zermahlene Getreidekörner. Manchmal wurden auch verschiedene Hülsenfrüchte hinzugemischt und in schwierigen Zeiten auch zerdrückte Eichel. Und wie wurde ein solcher Hirse- oder Dinkelbrei zubereitet? Getreidekörner, ganz ohne Hülse oder zermahlen, wurden zunächst in Wasser eingeweicht und dann gekocht. Aus den übrigen zermahlenen Körnern wurden an der Feuerstelle noch Fladen gebacken. Breie und Fladen waren am köstlichsten, wenn sie frisch waren. Aber beides konnte man auch für eine gewisse Zeit aufbewahren und kalt essen. Auch die Slawen hatten Breie täglich auf ihrem Tisch und waren deshalb ziemlich anspruchsvoll bei ihrer Zubereitung. Die Körner wurden nicht nur in Wasser gekocht, sondern manchmal auch in Milch. Oder sie schmeckten den Brei wenigstens mit guter Milch ab und fügten Fett hinzu. Für den besseren Geschmack konnte man auch Zwiebeln, verschiedene Kräuter, getrocknetes oder frisches Obst oder Honig hinzugeben. Süße Breie wurden bis in das 17. Jahrhundert als Festspeise aufgetischt. Zeitgenössische Kochbücher belegen zahlreiche Rezepte für die Zubereitung solcher Breispeisen. Bei den östlichen Slawen werden bis heute salzige Breie als eigenständige Mahlzeiten oder als Beilage zu Fisch oder Fleisch gekocht. Und noch etwas. Wenn wir eine Zeitreise machen könnten und jemand würde euch vor 800 Jahren Blamensia servieren, greift ruhig zu. Das war ein typisch mittelalterlicher Gaumenschmaus. Weißer Hirsebrei mit Honig und getrocknetem Obst. Dicke Suppen wurden ebenfalls aus Mehl zubereitet. Das Wichtigste war nämlich, dass die Suppe einen schwer arbeitenden Esser sättigt. In die Suppen kam übrigens so ziemlich alles, was gerade zur Hand war. Bei dem Brei war das genauso. Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen und Ackerbohnen wurden wie heute zubereitet. Wahrscheinlich wurden sie vor dem Kochen eingeweicht und manchmal auch aufgekeimt. Beliebt waren außerdem Kraut und Gurken. Beides wurde auch sauer oder salzig eingelegt. Unsere Vorfahren sicherten sich so Vitamine für die Wintermonate. Ihren Platz in der Ernährung hatte auch die Rübe, die, wenn sie richtig gelagert wurde, den ganzen Winter überhielt. Ja, Kraut und Gurken, die nasche ich in der Speisekammer. Die alten Slawen mochten den sauren Geschmack von Lebensmitteln. Diese wurden durch die Zugabe von verschiedenen Kräutern oder Gewürzen verfeinert. Man kannte bereits die Herstellung von Essig. Benutzt wurden auch Dickmilch, Buttermilch, Molke, saure Kräuter, wie zum Beispiel Sauerklee, und man beherrschte das Einlegen. Arme Menschen aßen zwei oder auch nur einmal am Tag, zu Mittag und vor der Dämmerung. Frühstück war für einen einfachen Menschen Luxus. Üblich war häufiges Fasten. Das hatte religiöse Gründe, denn die Menschen sollten zur Mäßigkeit erzogen werden. Aber man muss auch sagen, dass jeder Landbewohner während seines Lebens oft Hunger erfuhr. Vor allem gegen Ende des Winters, wenn die Vorräte zur Neige gingen. Herren hätten sich mit nur zwei armseligen Speisen am Tag bestimmt nicht zufrieden gegeben.
Wir wissen, dass es ein ausführliches Frühstück gab, es gab ein Mittagsmahl, es gab eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag, ein kräftiges Abendessen und oft wurde noch ein kleiner Imbiss vor dem Schlafengehen eingenommen. Wenn dann gefeiert wurde, dann ließ man es krachen. Dann fing das am Vormittag schon an und ging bis in die späten Abendstunden. Es wurde eigentlich die ganze Zeit gegessen und auf dem Tisch standen verschiedenste herzhafte und süße Speisen. Es gab einheimisches Wild, es gab das Fleisch von den Haustieren, es gab süße Breie, es gab kräftige, scharf gewürzte Speisen dazu. Es gab einen süßen Nachtisch, Gebäck oder eben Obst, je nach der Saison. Und auch die Getränke waren vielfältig, Bier und Wein, wenn man es sich leisten konnte, und der selbst hergestellte Met, also ein Wein aus Honig, als berauschendes Getränk, wurde den ganzen Tag über gereicht. Das ist es! Das würde mir gefallen! Kein Wunder, dass einige Könige, Adlige oder Priester fettleibig waren oder infolge der schlechten Ernährungsgewohnheiten an Krankheiten litten, zum Beispiel an der Gicht. Richtig, auch der mittelalterliche Bauer war kein Vegetarier. Fleisch war für ihn zwar eine feierliche Angelegenheit, aber erschwinglich war es schon. Und das sowohl frisch als auch eingesalzen oder geräuchert. Die ländliche Bevölkerung hat, wie wir bereits wissen, Fleisch nur ab und zu gekocht. Es war das Fleisch heimischer Tiere, Rindvieh oder Geflügel, von Zeit zu Zeit auch Schweinefleisch, wohl bis zu einem Alter von 2 Jahren. Die Schweine waren damals nicht fett. Auch wenn sie manchmal vorsätzlich so gemästet wurden, dass sie nicht mehr stehen konnten. Für die Dorfbewohner war es allerdings vorteilhafter, wenn sie sich Fleisch von Tieren beschafften, die in der freien Natur lebten. Vergesst Wild, das gehörte dem Adel. Und Wilderei wurde oft mit dem Tode bestraft. Für uns ist es heute wohl kaum vorstellbar. Aber zu den servierten Delikatessen der Landbevölkerung gehörten damals neben Hasen auch Biber, Eichhörnchen, Krähen, Wacholderdrosseln und oft auch kleine Wirbeltiere. Wie wäre es mit Froschschenkeln oder gebratenem Biberschwanz? Nein, danke? Nun, das Mittelalter hatte eben seinen eigenen Geschmack. Wir sollten jedoch auch die Fische nicht vergessen. Die waren eine erschwingliche und demnach reichlich konsumierte Nahrung. Einfache Menschen fingen sie in Flüssen und den immer öfter angelegten Teichen. Beliebt waren Karauschen, auch Bauernkarpfen genannt, und Hechte, in Flüssen auch Aale. Einfache Menschen kochten damals Fleisch meist in Töpfen auf der Feuerstelle, brieten es über dem Feuer oder in der Asche. Fleisch von geringerer Qualität wurde zu Würsten verarbeitet und oft zusammen mit durchwachsenen Fleischstücken getrocknet oder geräuchert. Geflügel war besonders bei den hohen Herren beliebt. Bei Festen wurden an adligen Höfen Wildenten, Hasen, Rehe, Wildschweine, Rebhühner und Schweineköpfe mit Ohren, Nase und Wangen serviert. Aus diesen Tieren bereiteten Bedienstete saftige Braten zu. Vielleicht würdet ihr aber staunen, dass im Vergleich zu heute damals viel weniger gesalzen wurde und viele Fleischgerichte sogar süß gewürzt wurden. Und das Gesinde? Die Diener bekamen die Reste und die Innereien. Und noch etwas gehörte im Mittelalter zum Schmaus und guten Braten der Herren. Es waren verschiedene Salzen. Was das ist? Das sind spezielle Beizen, mit denen man damals Fleisch würzte. Denn exotische Gewürze waren schwer zu bekommen und teuer. Vor allem Wildfleisch konnte man ohne die richtige Salze nicht zubereiten. Zum Kochen solcher Soßen wurden gerne auch Bier, Wein oder Agrest benutzt. Ein Saft aus unreifen Weintrauben, der etwas milder schmeckt als Essig. Eine Kostprobe gefällig? Hagebuttensalze, Knoblauchsalze, Salze mit Walnüssen, Weintraubensalze, gelbe Salze aus Leber oder schwarze Salze aus getrockneten Pflaumen. Nein, sie schmecken euch wahrscheinlich nicht. Und ja, es wären nicht Soßen nach heutigen Maßstäben. Im Mittelalter aber galten sie als wertvolle Delikatessen. Prost! Zu gutem Essen gehört natürlich auch ein gutes Getränk. Und dabei ist es sehr wichtig zu wissen, dass im Mittelalter mit den vielen Fastenzeiten und den Regelungen, wann man was essen durfte, die Regel galt,
Getränke brechen das Fasten nicht. Trinken ging also immer. Darum kennen wir auch dieses starke Fastenbier der Mönche. Aber was bekam man denn, wenn man sagte, ich hätte gern was zu trinken? Heute denken wir wahrscheinlich Wasser. Das ist aber tatsächlich nicht so. Im Mittelalter war das Trinkwasser nicht in der Qualität, wie wir uns das heute vorstellen. Es ist ja auch schwierig, aus einem Fluss zu trinken oder aus einem See zu trinken. Tatsächlich war es auch so, dass man im Mittelalter, wenn man Wasser trinken wollte oder musste, dann hat man fließendes Wasser bevorzugt. Das nannte man damals lebendiges Wasser. Im Gegensatz zu totem Wasser, was stehendes Gewässer meinte. Seltsamerweise galten Brunnen als stehende Gewässer. Also das war nicht so besonders erwünscht. Meistens hat man Milch getrunken oder eben das mittelalterliche Bier, was sehr viel dünner und leichter war als heute. Und auch verschiedene Aufgüsse von Kräutern, also Tees im weitesten Sinne, wurden damals getrunken. Quark, Käse, Butter und weitere Milchprodukte, meist sauer, wurden mit Kräutern, verschiedenen Gewürzen oder Nüssen verfeinert. Das alles konnte für eigene Speisen genutzt oder, weil es durch die Zubereitung länger haltbar war, an den Herrenhof geliefert werden. Aber zurück zu den Getränken. Nicht-alkoholische Getränke waren auch Säfte, zum Beispiel Apfelsaft oder Traubensaft. Es wurden verschiedene Tees und Abkochungen von Früchten und Kräutern zubereitet. Diese konnten auch in der Medizin verwendet werden. Und sogar in der Magie. Cola ist sowieso am besten. Beliebte alkoholische Getränke der Slawen und Germanen waren Met, also Honigwein, und Bier. Durch den Brauprozess war Bier auf jeden Fall gesünder als Wasser. Beide Getränke wurden mit heimischen Gewürzen und Kräutern abgeschmeckt. Bier später auch mit Hopfen. Der älteste Beweis der Herstellung von Bier in Mitteleuropa, nämlich eine Amphora, stammt aus dem heutigen Bayern. Sie wurde nahe dem heutigen Kulmbach gefunden und ist mindestens 2800 Jahre alt. Zum Schluss bleibt wohl nur noch die Frage, woraus und womit im Mittelalter gegessen wurde. Na genau wie ich, mit den Händen. Daneben wurden aber auch hölzerne oder eiserne Löffel benutzt. Manchmal konnte man auch Gabeln antreffen, in Mitteleuropa aber erst ab dem 15. Jahrhundert. Und das war dann eher die Ausnahme. Die Gabel ist das jüngste Mitglied unseres heutigen Bestecks. Denn zum gewöhnlichen Gebrauch kam es in Mitteleuropa erst im 18. Jahrhundert. Tischdecken, schön weiß und gekräuselt, gab es zwar bereits im alten Rom, aber im Mittelalter findet man sie in fast keinem Haushalt. Nur bei den ganz reichen Leuten könntet ihr eine Tischdecke finden. Eine grobe aus Hanf oder eine feinere aus Leinen. In Häusern der Stadtbürger waren sie aber bis ins 16. Jahrhundert selten. Und woraus wurde gegessen? Auf dem Lande direkt aus dem Topf. Sonst auch aus Tonschüsseln und Tontellern, aus Holzschüsseln und bei reichen Leuten gegen Ende des Mittelalters aus Zinngeschirr. Für Getränke wurde im Frühmittelalter manchmal noch ein echtes Tierhorn benutzt, meistens aber ein Becher aus Ton oder Holz. Mit der Zeit wurden Becher aus Metall und Gläser auf hohem Fuß modern, auch wenn dem einfachen Volke noch viele Jahrhunderte ein hölzerner Kelch reichen musste. Und was erwartet uns das nächste Mal? Was? Es ist schon zu Ende? Ihr könnt erfahren, womit und wie ihr in einem mittelalterlichen Dorf arbeiten würdet. Würdet ihr eher Landwirtschaft oder Handwerk wählen? Was war mühsamer und was brachte mehr Geld ein? Darüber sprechen wir im nächsten Film. Das könnte sehr interessant sein. Also ich freue mich schon auf euch.